Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, was Corona angeht, da sieht es jetzt ja so aus, als würde der Sommer relativ ruhig werden. Da haben wir jetzt ja in vielen Bundesländern schon den Freedom Day gehabt. Natürlich weiß keiner, wie es im Herbst weitergeht. Wir haben jetzt auch die Impfpflicht, die für die Gesundheitsberufe schon in Kraft getreten ist und keiner weiß, wie das jetzt mit der Impfpflicht aussieht im Bundestag, ob sie jetzt beschlossen wird. Insofern, Corona ist nach wie vor noch aktuell und wird immer aktuell sein. Insofern wollen wir uns hier nochmal ganz genau anschauen, wie es denn mit der Wissenschaft bei Corona aussieht. Da gibt es nämlich, wenn man sich das genauer anschaut, doch so ein paar kleine oder auch größere Widersprüche. Wollen wir auch mal gleich mit meiner kleinen Übersicht hier einsteigen, die ich gebastelt habe. Da sehen wir hier drei Spalten sozusagen, da haben wir rechts die Infektionsschutzmaßnahmen und wenn heute über Corona gesprochen wird, dann wird hauptsächlich über diese Infektionsschutzmaßnahmen gesprochen. Das heißt, es geht halt immer um das Testen oder ob Masken was bringen oder ob Lockdowns was bringen. Kritik ist natürlich hier auch bei diesen Infektionsschutzmaßnahmen richtig und wichtig, aber wir sehen hier, diese ganzen Maßnahmen beruhen auf die Beurteilung der Gefahrenlage und diese Gefahrenlage wird vor allem anhand des PCR-Tests festgemacht. Zum PCR-Test habe ich auch ein paar Videos gemacht, da schaut auch mal hier rein, da habe ich ein sehr ausführliches Video dazu gemacht und auf Grundlage dieses PCR-Tests, da beruhen dann die Inzidenzen, der R-Wert und die Prognosen, die wir von Anfang an immer wieder gesehen haben. Aber auch der PCR-Test und alles, was danach folgt, das beruht auf der wissenschaftlichen Beweisführung hier bei dem Virennachweis und bei dem Thema Ansteckung. Das heißt, wenn wir hier in der linken Spalte weder einen Virennachweis noch eine Ansteckung haben, dann können wir die Gefahrenlage überhaupt nicht beurteilen, dann können wir keinen PCR-Test verlässlich durchführen, dann haben wir keine verlässlichen Zahlen und dann bringt es natürlich auch überhaupt nichts, über diese ganzen Infektionsschutzmaßnahmen zu sprechen. Ihr seht auch, dass ich hier unten so einen blauen Balken eingezeichnet habe und zwar ist das hier für mich die Metaebene, wo bei all diesen Spalten das Grundprinzip der Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen eingehalten werden muss. Das ist nach der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die in Deutschland die Forschungsgelder vergibt, das erste Grundprinzip von Wissenschaft. Dieses und weitere Prinzipien hat die Deutsche Forschungsgesellschaft 2019 in den Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis als rechtsverbindlich für alle Forschungseinrichtungen, die Fördermittel durch die DFG erhalten wollen, festgeschrieben. Also man kann sagen, dass bei allen Punkten, die man in dieser Übersicht bespricht, dass da immer das Grundprinzip der Wissenschaft, der Ehrlichkeit eingehalten werden muss. Insofern, da kann man sich dann immer fragen, sind die Wissenschaftler oder die Personen, die da sich zu äußern, sind die ehrlich zu sich selbst und hinterfragen die ihre eigene Position? Haben sie auch ein aufrichtiges Interesse an Erkenntnis? Wie gehen sie mit Kritikern um? Und so weiter. Ob denn dieses Prinzip der Wissenschaftlichkeit immer eingehalten wird, das möchte ich hier einfach mal exemplarisch an dem Virologen Christian Drosten überprüfen. Christian Drosten, wir wissen es alle, der ist ja der Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Da sieht man, dass jeder, insbesondere die Hochschullehrer an der Charité, dazu verpflichtet sind, diese Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Dazu werden sie per Arbeitsvertrag dazu verpflichtet. Wir schauen einfach mal, was hier drin steht. Da sehen wir, Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind vor allem hier alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und die strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern zu wahren. Hier würde ich sagen, das ist eigentlich ziemlich genau das, was auch die DFG hier als Grundprinzip der Wissenschaft festgelegt hat. Wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie das denn exemplarisch bei Herrn Drosten aussieht. Der macht zum Beispiel als Virologe immer wieder Prognosen, wo er total damit daneben liegt und das, obwohl er eigentlich gar kein Fachmann auf diesem Gebiet ist. Dafür, dass Drosten kein Epidemiologe ist, teilt er aber auch immer gerne aus gegen Epidemiologen und gegen andere Experten, wenn sie denn nicht mit ihm einer Meinung sind. Die bezeichnet er dann schon mal als Wissenschaftsleugner und Pseudo-Experten, ohne irgendwie mal genauer auf deren Argumente sachlich einzugehen.
Ansonsten widerspricht er sich auch ständig, wie zum Beispiel hier beim Ursprung von Corona oder hier beim Thema Masken. Da hat er im Januar 2020 noch gesagt, ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also ach, damit hält man das nicht auf. Können wir noch mal separat drüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Um dann im März, also kurz danach, dann seine Meinung zum Thema Masken zu ändern. Da hat er dann auf Twitter geschrieben, Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen und eine Erinnerung für alle an den Ernst der Lage. Es gab da übrigens zu dem Zeitpunkt keine neue Evidenz bezüglich Masken. Da hat er wahrscheinlich genauso wie die WHO seine Meinung aufgrund politischem Lobbyismus oder einfach aus politischen Gründen geändert. Oder hier widerspricht er sich beim Booster. Oder hier unterstellt er der Expertengruppe um Schrappe bezüglich der Aufdeckung beim Betrug mit den Intensivbetten, dass ihre Arbeit da eine schlechte Qualität hat und das, obwohl er da fachlich überhaupt nicht in der Lage ist, diese zu beurteilen. Das Thema Intensivbetten und wie Herr Drosten bei dem PCR-Test ein falsches Spiel spielt, das habe ich in diesem Video sehr ausführlich behandelt. Schaut da unbedingt rein, falls ihr das Video noch nicht kennt. Die Links sowie alle Quellen zu den Sachen, die ich hier anspreche, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Würde man das alles von jemandem erwarten, der als Wissenschaftler da wirklich nach Wissen strebt und der sich sogar mit seinem Arbeitsvertrag dazu verpflichtet hat, da die Grundprinzipien der Wissenschaft einzuhalten und hier vor allem die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen? Meiner Meinung nach widerspricht das hier ganz klar diesen wissenschaftlichen Grundprinzipien. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ein Wissenschaftler natürlich genauso wie der andere Mensch auch ein Ego hat, was ihm immer im Weg steht. Oder man kann auch argumentieren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sich auch ständig verändern. Das heißt jetzt natürlich auch nicht, wenn Herr Drosten da gegen das Grundprinzip der Wissenschaft verstößt, dass seine Publikationen schlecht sind. Die wollen wir uns hier später nochmal anschauen. Wir behalten hier auf jeden Fall im Hinterkopf, dass dieses Grundprinzip der Wissenschaft, der Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen immer erfüllt sein muss. Wenn ich über das Thema Corona spreche, dann versuche ich meistens immer hier auf dieser wissenschaftlichen Ebene zu bleiben, dass ich immer sage, hey, die und die Studien, da gibt's Widersprüche, schau dir mal an, der Wissenschaftler, wie der mit Kritiker umgeht, wenn der auf der Metaebene schon nicht ehrlich zu sich selbst ist, dass er seine Standpunkte immer hinterfragt und auch mit Kritikern ehrlich umgeht, dann kann man schon sagen, das stinkt alles ein bisschen. Ansonsten versuche ich natürlich auch meistens hier ja links zu bleiben bei der wissenschaftlichen Beweisführung oder dass ich mir hier den PCR-Test mal genau anschaue, wie ich es hier auch in dem Video gemacht habe. Also ich habe natürlich auch Videos hier zu Masken gemacht oder zum Lockdown, aber wie gesagt, das hat halt auch alles seinen Sinn oder ist auch richtig und wichtig, aber man sollte halt einfach sehen, dass man möglichst links bei der wissenschaftlichen Beweisführung bleibt, weil da alles drauf aufbaut. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wenn ich mit Leuten spreche, dann wollen sie meistens sich über Tests, über Masken, über Impfungen und so weiter unterhalten. Das sehen wir zum Beispiel hier in meiner 4,5-stündigen Diskussion mit einem Gigagewächsten. Masken interessiert mich überhaupt nicht. Ja, aber mich interessieren Masken. Masken funktionieren. Mich interessieren Masken überhaupt. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Takeaways. Wir hatten noch nie so gute Evidenz für irgendetwas. Wollen wir uns jetzt als erstes mal hier links den Punkt Ansteckung anschauen. Du hast es vielleicht mal erlebt, dass du oder jemand, der nur kennst, dass er einen positiven Corona-Test hatte, aber gar keine Symptome hatte, oder du hattest einen positiven Corona-Test mit Symptomen, aber konntest überhaupt nicht erklären, wie und wo du dich angesteckt hast. Dass man nicht weiß, wo man sich angesteckt hat, das scheint auf jeden Fall hier nach der Tagesschau auch nicht gerade unüblich zu sein. Die meisten Infektionsquellen lassen sich gar nicht mehr ermitteln. Das Gleiche haben wir auch in Hamburg. Hier sehen wir unten im Text, dass bei weniger als 10% da die Ursache festgestellt werden konnte. Oder das Gleiche hier auch in Bremen, wo die Neuinfektionen überhaupt nicht mehr zurückverfolgt werden können. Und das ist hier auch wieder bei über 90% der Fall. Das heißt, knapp 10%, bei 10% der Fällen kann man überhaupt nicht sagen, wo sich die Leute denn angesteckt haben.
Hier kann man jetzt natürlich auch sagen, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, hier kann man natürlich sagen, nur weil jetzt zwei Leute mal irgendwie in einem Raum waren und einen positiven Test hatten, heißt das nicht unbedingt, dass es da eine Ansteckung gegeben hat. Wie gesagt, da gehen wir gleich drauf genauer ein. Korrelation ist nicht Kausalität. Apropos Kontaktnachverfolgung, ihr kennt ja alle die Luca-App, mit der man sich da überall einscannen musste, egal wo man war, man musste halt immer sich mit Luca einchecken, da hatten sie dann halt immer so einen QR-Code, den man einscannen musste. Laut dem Hersteller haben die App auch 25 Millionen Leute benutzt. Jetzt kannst du mal raten, wie viele Fälle bis August 2021 mit dieser tollen App nachverfolgt werden konnten. Es sind genau 60 Fälle, das sehen wir hier. Gekostet hat der Spaß auch bis dahin nur 21,3 Millionen Euro. Hier habe ich mal ein paar Fälle rausgesucht, die mit der offiziellen Ansteckungstheorie ja nur sehr schwer zu erklären sind. Da haben wir zum Beispiel den Fall in der Antarktis. Die Bild-Zeitung schreibt hier unter Berufung auf eine belgische Zeitung: Isolation und trotzdem infiziert. Antarktis-Forscher haben Covid. Bevor eine Gruppe von belgischen Forschern in die Antarktis aufgebrochen ist, mussten sie für insgesamt 10 Tage in Südafrika in Quarantäne. Vor Abflug wurden sie dann mit einem PCR-Test getestet, der bei allen negativ war. Bei Ankunft in der Antarktis war der Test dann auch negativ. Etwa eine Woche nach dem Flug zur Forschungsstation dann der Positivtest bei einem Forscher. Trotz sofortiger Isolation hatten sich bereits 2 weitere infiziert. Alle 3 Betroffenen wurden bereits am 23. Dezember wieder ausgeflogen. Weitere Infektionen konnten dadurch allerdings nicht verhindert werden. Von den 25 Personen vor Ort sei das Virus bei etwa 2/3 nachgewiesen worden. Alle Betroffenen seien vollständig geimpft. Wie kann das also sein, dass sich die Forscher angesteckt haben? Wie kann jemand nach 17 Tagen Corona bekommen und es dann offenbar weitergeben? Die Inkubationszeit ist ja laut dem RKI hier auch bei knapp 6 Tagen, also die Zeit zwischen Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Inkubationszeit, die kann auch mal ein bisschen länger sein in Ausnahmefällen oder bei der Quarantäne in Südafrika, die war vielleicht nicht ganz so streng oder da ist irgendwas bei dem Flug da schiefgelaufen, hat sich dann jemand irgendwo zwischendurch angesteckt. Auf jeden Fall, wir sehen, dass solche Fälle, ja, dass solche Fälle, wo man es nicht erklären kann, dass es keine Einzelheit sind, dass es keine Einzelfälle sind. Wollen wir mal schauen, was zum Beispiel hier in einem Quarantänehotel in Hongkong passiert ist. Da waren 2 vollständig geimpfte Männer in gegenüberliegenden Zimmern unter strenger Quarantänebedingung untergebracht. Auf den Überwachungskameras konnte man nicht sehen, dass die mit Omikron infizierten Personen ihre Hotelzimmer während der Quarantänezeit verlassen hatten. Auch wurden keine Gegenstände zwischen den Zimmern ausgetauscht und andere Personen haben keines der beiden Zimmer betreten. Trotzdem hat der eine den anderen im gegenüberliegenden Zimmer angesteckt und das, obwohl er symptomfrei war. Ich kann jetzt natürlich hier über symptomfreie oder asymptomatische Ansteckung auch nochmal reden. Da gab es ja diese Studie aus Wuhan. Asymptomatische Ansteckungen sind auch wissenschaftlich widerlegt, sogar nach der offiziellen Theorie. Aber da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, auch was das für Folgen hat. Natürlich, wir haben immer gesagt, wir müssen halt uns immer schützen, weil es könnte jemand auch angesteckt sein oder es könnte jemand den Virus in sich tragen, ohne dass er das weiß. Aber wie gesagt, das nur mal ganz kurz angesprochen hier. Wie kann das also sein, dass es hier in dem Hotel in Hongkong zu einer Ansteckung gekommen ist? Die Forscher gehen davon aus, dass Omikron so ansteckend ist, dass die Übertragung über den Flur der wahrscheinlichste Übertragungsweg sei. Es sei möglich, dass das ausgeatmete Virus des südafrikanischen Reisenden über die Luft unter der Tür hindurch in das Zimmer der Person auf der anderen Seite des Flurs geströmt sei. Ja, also wir sehen, Omikron ist super tückisch, das kann sogar unter Türen drunter herkriechen, das Virus also ganz schön schlau. Was mir auch gerade bei schlauem Virus einfällt, ich war ja auch, ich glaube im August letzten Jahres war ich in Holland. In Holland, da waren alle Maßnahmen aufgehoben, man hatte da ja sehr geringe Inzidenzen. Auf der anderen Seite war Deutschland mit harten Maßnahmen, wir hatten noch
Maskenpflicht, alle Leute haben Masken getragen, die Inzidenzen waren ganz hoch. Und was hat das schlaue Virus gemacht? Das hat natürlich an der Grenze gestoppt, obwohl es dauernd Grenzverkehr gab, war auf der deutschen Seite, war eben eine Inzidenz von über 100, auf der holländischen Seite von knapp 0 oder 10 oder so. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall das zu den schlauen Coronaviren. Hier haben wir noch einen unerklärlichen Fall mit Omikron. Omikron-Mysterium Dortmund rätselt um nicht nachvollziehbare Ansteckung. Hier haben wir dann einen Corona-Ausbruch in Hamburg in der JVA Fulzbüttel, da im Santa Fu-Gefängnis. Da werden neue Gefangene laut der Behörde über eine zentrale Aufnahme-Quarantänestation erst nach zweiwöchiger Trennung von den übrigen Gefangenen aufgenommen. Man achtet also, wie im Gefängnis, wie man es gewohnt ist, da penibel darauf, dass dort keiner Corona mit einschleppt. Und trotzdem hat man mehrere Gefangene positiv getestet. Wie kann das sein? Wie gesagt, man kann natürlich zig andere Begründungen finden. Da mag dann irgendwie mal was durchgegangen sein. Jemand hat nicht genau hingeschaut oder diese Ansteckungstheorie passt einfach nicht. Hier haben wir auch einen Fall auf einem Kreuzfahrtschiff. Da hatte ein Passagier einen positiven Test und hat dann ein Paar als Kontaktperson angegeben, die Glücklichen, dass sie angegeben worden sind. Das Paar sei mit dem Mann am Vorabend des Einschiffens in Buenos Aires spazieren gewesen und man habe gemeinsam kurz etwas getrunken, mit Abstand. Trotzdem und auch trotz dreifacher Impfung, natürlich trotz der dreifachen Impfung, wurden die beiden gebeten, sich an Bord in Quarantänekabinen zu begeben. Dass sie dort fast ihre ganze Reise verbringen würden, damit rechneten sie da noch nicht. Während die Frau nach 16 Tagen und 16 negativen Schnelltests aus der Quarantäne entlassen wurde, hatte der Mann nach 9 negativen Tests am 10. Tag dann ein positives Ergebnis. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, dieser Schnelltest, der ist ja nicht genau. Schnelltests müssen ja immer mit PCR bestätigt werden. Aber bei ihm war der Schnelltest die nächsten 8 Tage immer positiv. Insgesamt war er dann ganze 20 Tage und damit fast die gesamte Reisezeit in Quarantäne. Der Mann, der sich offenbar sehr streng an die Quarantäneregeln gehalten hat, vermutet die Klimaanlage als Übertragungsweg. Die war aber mit speziellen Filtern ausgerüstet und zudem sei kein anderer Infizierter vor Ort gewesen. Wie kann das also sein, dass sich die Frau nicht infiziert, der Mann aber schon? Wie kann das sein, dass die Inkubationszeit, also man kann natürlich sagen, hier bei dem Mann war jetzt die Inkubationszeit länger und die Frau hatte eben ein gutes Immunsystem, aber man sieht, an allen anderen Fällen, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir hier auch noch einen Fall mit argentinischen Fischern, die, bevor sie in See gestochen sind, haben die 14 Tage in Quarantäne verbracht und wurden negativ getestet. Nach 35 Tagen auf hoher See haben dann einige Corona-Symptome bekommen. Als sie dann zurück in den Hafen gefahren sind und man sie getestet hat, hatten dann von 61 Personen hatten 57 einen positiven Corona-Test. 2 kamen davon ins Krankenhaus. Der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an dem Krankenhaus, der kann sich das alles nicht erklären. Er sagt, dass es noch nie eine so lange Inkubationszeit gegeben hat und er kann sich einfach nicht erklären, wie die Symptome aufgetreten sind. Wir sehen hier auch wieder einen Fall, der unerklärlich ist. Das war jetzt erstmal alles zu Corona, was ich da an Ansteckungen gefunden habe. Wenn du da irgendwie noch mehr hast, schreib die gerne unten in die Kommentare. Ich nehme das dann auch irgendwie bei mir bei Telegram mit auf oder in die Beschreibung. Je nachdem, wie wichtig das ist. Wir haben auf jeden Fall auch noch andere Infektionskrankheiten, wo die Ansteckung nicht so ganz erklärbar ist. Wir schauen hier mal, da haben wir zum Beispiel auch einen Ausbruch in der Antarktis. Da waren wir ja gerade schon, hier haben wir einen Artikel aus 1973, wo es da einen Erkältungsausbruch nach 17 Wochen in der kompletten Isolation gegeben hat. Hier kann man natürlich sagen, die Erkältung, wie der Name schon sagt, kommt das halt, wenn man sich erkältet, wenn man irgendwo ja zu lange draußen in der Kälte gewesen ist. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Erkältungsviren zu tun. Wie gesagt, man kann natürlich überall alternative Theorien finden. Wir schauen auch mal, wie es hier bei Masern aussieht. Masern sind
nach Wikipedia hier eine hoch ansteckende Krankheit. Und da haben wir das medizinische Wunder Mascha und Dascha. Das sind siamesische Zwillinge aus Russland. Die sind trotz eines gemeinsamen Blutsystems immer unabhängig voneinander krank geworden, auch mit Masern. Masern, so steht's hier im Wikipedia-Artikel, verbreiten sich vor allem über, na, wo steht's hier? Genau, hier steht's, breiten sich nach etwa 48 Stunden über die Blutbahn aus. Hier schreibt auch nochmal die Daily Mail über die beiden Zwillinge. Hier gibt es auch ein paar Bilder noch von denen. Da könnt ihr euch gerne durchklicken. Hier auch ein paar Videos. So, und hier steht dann, dass sie in der Kindheit hat nur einer von beiden Masern bekommen, also Measles. Die versuchen sich das hier damit zu erklären, dass sie, obwohl sie ein gemeinsames Blutsystem haben, dass es dann das separate Nervensystem ist, was die eine dann davor bewahrt hat, die Masern zu bekommen. Aber wie gesagt, wir haben gerade gesehen bei Wikipedia, dass sich Masern über die Blutbahn verbreitet. Insofern, wenn denn diese siamesischen Zwillinge, wenn da einer Masern bekommt und es ein hoch ansteckender Virus, dann müssten ja nach dieser Theorie müssten beide den Virus bekommen. Oder ich meine, siamesische Zwillinge, die haben da Abstand halten. Verzeiht mir den blöden Witz, war nicht beabsichtigt. Abstand halten ist dann natürlich nicht so einfach. Da kann sich dann natürlich der eine bei den anderen ganz schnell anstecken. Das ist hier auch nicht passiert. Wir sehen an diesen ganzen Fällen, dass die Ansteckungstheorie offenbar ja ziemlich viele Schwächen hat, dass sie nicht alles erklären kann. Insofern müsste man sagen, diese Theorie ist in der Realität falsifiziert worden. Wir haben jetzt hier nur ein paar Fälle gesehen, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn man da noch weiter sucht, kann man da viele, viele andere Fälle finden. Wie gesagt, wenn du da was gefunden hast oder wenn du irgendwas hast, gerne damit in die Beschreibung. Ja, und jetzt kann man natürlich hingehen und die Ansteckungstheorie einfach wissenschaftlich überprüfen. Wie macht man das? Indem man Ansteckungsexperimente ausführt. So ein Ansteckungsexperiment mit SARS-CoV-2 hat man in London gemacht, am Imperial College. Das war übrigens die Universität, wo auch die Horrorprognosen von Niall Ferguson erstellt worden sind. Niall Ferguson, der ist euch vielleicht auch bekannt als Dr. Lockdown. Aufgrund seiner Paper, aufgrund seiner Prognosen ist dann die ganze Welt in den Lockdown gegangen. Ja, wenn ihr wollt, also da habe ich auch immer viel reingeschaut in die Prognosen. Wenn ihr wollt, kann ich da vielleicht auch mal ein paar Videos zu machen, wie die Prognosen ja ziemlich daneben lagen. An diesem Imperial College hat man dann das weltweit erste Ansteckungsexperiment mit SARS-CoV-2, also mit den Viren, die die Krankheit Corona auslösen sollen, hat man da dieses Experiment durchgeführt und hat dann da die Ergebnisse im Februar 2022 hier in einem Preprint veröffentlicht. Also Preprint heißt, es ist ein Dokument, das ja sozusagen eine Vorabveröffentlichung ist, die noch nicht peer-reviewed ist. Dort hatte man dann Freiwillige im Alter zwischen 18 und 29. Sie mussten gesund sein und durften weder geimpft noch eine Infektion hinter sich haben, also genesen sein. Ihnen wurde dann eine niedrige Dosis des Wildtyps, also der Ursprung des Coronavirus, in die Nase geträufelt. Hier sehen wir auch nochmal, von den 36 Probanden sind 2 dann ausgefallen. Das heißt, wir hatten insgesamt dann 34 Probanden. Davon haben 18 einen PCR-Test bestätigten Infektionen bekommen und 16 hatten sich nicht angesteckt. Wir sehen also hier, bei dem hoch ansteckenden Coronavirus hat nur die Hälfte Symptome bekommen, und die waren noch nicht mal schwer. Wir sehen hier milde bis moderate Symptome haben sie entwickelt. Jetzt kann man natürlich kritisieren, dass Ansteckungen so nicht funktionieren, also dass man einfach irgendwas in die Nase reingeträufelt bekommt. Das ist natürlich im richtigen Leben nicht so. Man kann auch hier sagen, dass der Wildtyp heute nicht mehr existiert. Und es wird ja immer gesagt, dass Corona immer mutiert, dass es teilweise dann auch immer ansteckender wird. Meine Kritik ist aber viel fundamentaler.
Und zwar, dass es in dieser Studie keine Kontrollgruppe gibt. Wir haben ja hier gerade bei der Übersicht gesehen, zu Anfang haben wir gesehen mit den Grundprinzipien der Wissenschaft, man sollte immer ehrlich gegenüber sich selbst und den anderen sein. Das heißt, wenn man sich gegenüber selbst ehrlich ist, muss man seine Ergebnisse konsequent anzweifeln. Das heißt, das macht man mit sogenannten Kontrollgruppen. Wir schauen auch einfach mal hier, da sehen wir im Ärzteblatt, dass randomisierte, kontrollierte Studien der Goldstandard in der klinischen Forschung sind. Zusätzlich wäre da eine doppelte Verblindung wissenschaftlich der höchste Standard. Das heißt also, wenn die beim Imperial College diese Studie wissenschaftlich mit einem höchsten Standard durchgeführt hätten, wie ich das gerade vorgeschlagen habe, dann hätte man definitiv ein belastbares Ergebnis. Da könnte man dann sehen, wenn dann nur die Leute in der Gruppe mit der Vireninjektion krank wären und die Leute in der Kontrollgruppe nicht, dann hat man da auf jeden Fall ein belastbares Ergebnis. Aber so wie man das hier durchgeführt hat, ohne Kontrollgruppe, wie gesagt, das sind nicht die wissenschaftlichen Standards, die wir ja gerade besprochen haben, alle, an die man sich dann nicht gehalten hat. Woher soll man dann einfach wissen, dass die 16 Personen, die da krank geworden sind, die da Symptome bekommen haben, nicht einfach durch irgendwie einen Placebo-Effekt oder einen Nocebo-Effekt krank geworden sind oder in der Flüssigkeit da irgendwas drin gewesen ist oder dass es irgendwie ganz andere Gründe hatte. Zum Nocebo-Effekt wollen wir auch einfach mal in dieses Video hier kurz reinschauen, wo man schön sieht, wie deutlich so ein Nocebo-Effekt ausfallen kann. Definitely warm. Aha. And like tingly. After only about 7 seconds, she's already feeling a physical sensation on her skin, where there is none. Keep in mind, we tested our fake bone scanner, and the light emits zero heat or feeling of any kind. Yeah, no, it doesn't feel that great. Will you turn it off? No, it's okay. We're at 30 seconds. It's really like stinging. A sting? Schaut euch auch gerne das ganze Video an. Ich sehe da auf jeden Fall viele Parallelen zu dem Experiment beim Imperial College, wo die Freiwilligen, so schreibt es hier die Welt, 3 Wochen in einem hermetisch abgeriegelten Raum rund um die Uhr überwacht und immer wieder von vollständig Vermummten getestet wurden und dabei natürlich auch aufgeregt waren. Aber dass natürlich das bei Corona eventuell mit einem Nocebo-Effekt zu tun haben könnte, das kehrt man natürlich immer gerne unter den Tisch. Wir sehen halt einfach, dass da Daueralarm herrscht, dass man überall vermummte Menschen sieht, dass es einen Testwahn gibt. Teilweise müssen sich Leute jeden Tag so ein Stäbchen in die Nase schieben lassen, was ja auch sehr schmerzhaft sein kann. Das kann natürlich alles zu dem Nocebo-Effekt führen, aber wie gesagt, den sieht man da nicht. Aber man sagt hier auch, dass ein Nocebo-Effekt, dass damit viele der Impfnebenwirkungen erklärt werden können. Wir sehen also, da misst man offenbar mit zweierlei Maß. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie kann das sein, dass sie da in London sich nicht an die Grundprinzipien der Wissenschaft gehalten haben und da keine Kontrollgruppe eingerichtet haben, da sozusagen kein Kontrollexperiment gemacht haben. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, die hatten bestimmt nicht genug Geld oder irgendwas, aber wir sehen hier, dem Imperial College oder den Forschern stand ganze 40 Millionen Euro zur Verfügung. Insofern, daran kann es auf jeden Fall nicht gelegen haben. Bei den Corona-Fällen, die man sich nicht so ganz erklären konnte, haben wir uns auch andere Infektionskrankheiten angeschaut. Das wollen wir jetzt hier auch bei den Ansteckungsexperimenten machen. Da haben wir dann zum Beispiel hier einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung aus 2010. Da steht dann hier unten, aber die Ansteckung scheint gar nicht so feucht abzulaufen, wie Forscher von der Universität Wisconsin 1984 in einem Experiment herausfanden. Sie infizierten ein paar Testpersonen mit Schnupfenviren und sperrten sie, als die Ärmsten sich richtig krank fühlten, für mehrere Stunden mit den Gesunden in einen ungelüfteten Raum. Nach Herzensust wurde genießt und geschnieft. Das frappierende Ergebnis, keiner der Eingesperrten wurde krank.
Hier kann man sich natürlich auch fragen, wie denn die Personen mit dem Schnupfenvirus infiziert worden sind, ob das da alles wissenschaftlich genau gemacht wurde. Da wollen wir hier nicht genau reingehen. Wollen wir mal weiterschauen bei der spanischen Grippe, die ja als die Mutter aller Pandemien gilt. Zu Anfang hat man ja oft darauf verwiesen, dass Corona genauso schlimm werden könnte wie die spanische Grippe. Das ist natürlich nicht so gekommen. Dabei blieb natürlich immer unerwähnt, dass auch schon damals, 1918, dass es da große Ansteckungsexperimente mit mehr als 100 Matrosen gegeben hat, die natürlich alle nicht erfolgreich waren. Das heißt also, obwohl die spanische Grippe viel, viel ansteckender und viel, viel tödlicher gewesen sein soll als Corona, hat man es da nicht geschafft, diese mehr als 100 Soldaten anzustecken. Schaut euch dazu gerne hier mein altes Video an aus dem Sommer 2020. Da bin ich mal auf dieses Experiment und auf die spanische Grippe genauer eingegangen. Oder hier das ausführliche Video von Samuel Eckert, der da ja mehrere Studien ganz genau auseinander nimmt. Schauen wir wieder hier in meine Übersicht. Wenn wir also sehen, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Ansteckung gibt, dann muss es doch einen Virennachweis geben. Natürlich ist das auch die Voraussetzung. Bevor man jemanden anstecken kann, muss man natürlich erstmal die Viren nachgewiesen haben. Da wollen wir uns einfach mal anschauen, wie das hier mit dem Virennachweis aussieht. Bevor wir da einsteigen, wollen wir uns hier nochmal anschauen, was denn die offizielle Version von SARS-CoV-2 ist, des Ursprungs. Da, wie ihr wisst, gibt es da zwei verschiedene Theorien. Einmal die, dass das Virus von einer Fledermaus kommt und dann diese Theorie mit dem Laborunfall, weil, das habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, diese Lab Leak Theory, die gilt ja als Verschwörungstheorie. Hier war der im Lancet dass das Papier, wo Drosten das mit unterschrieben hat, dieses Statement. Deswegen wollen wir uns hier einfach mal anschauen, was die offizielle Version für die Zoonose-Theorie ist, und zwar anhand des Buches Hotspot von Hendrik Streeck. Dort schreibt er, zwar ist es nicht bewiesen, aber man geht davon aus, dass das Virus von einer Fledermaus wahrscheinlich irgendwann einmal auf ein Schuppentier übergegangen ist und von dort auf den Menschen. Das würde dann in einem Apokalypse-Film dann so aussehen, dass sich in der Nacht eine Fledermaus auf ein Schuppentier stürzt und es beißt. Dabei tritt das Virus über. Das Schuppentier erkrankt, wird vom Jäger eingefangen und niest dem Jäger ins Gesicht. Der Jäger geht mit dem Schuppentier auf den Markt, will es verkaufen, ist aber bereits erkrankt. Lauthals versucht er, das Tier an den Mann zu bringen und verteilt dabei die Viren über den Markt. Hier auch wieder die Ansteckungstheorie. Dadurch, dass er laut schreit, Aerosole verbreiten sich über den ganzen Markt, da gab es keinen wissenschaftlichen Nachweis. Ich habe nichts gesehen. Wie kam das Virus dann nach Deutschland? In der Kantine von Webasto, das ist bei München, bei dem Automobilzulieferer, bei dem chinesischen Automobilzulieferer, hatten wohl zwei der später Infizierten Rücken an Rücken gesessen. Der eine fragte den anderen nach dem Salzstreuer. Auf diese Weise kamen sie in engen Kontakt. Also wir sehen, die Version, die klingt ziemlich abenteuerlich, aber wenn wir uns auch mal anschauen, wie denn das Testprotokoll entwickelt wurde, sehen wir, dass es ja mindestens genauso abenteuerlich ist. Und zwar hat man da Anfang 2020, hat man da in China ein paar Patienten mit einer Atemwegsinfektion gehabt, wo man davon ausgegangen ist, dass das eine neue hochgefährliche Infektionskrankheit ist. Da hat Drosten sich dann damals direkt an die Arbeit gemacht und hat ein PCR-Testprotokoll in Berlin entwickelt, was man dann auch kurz darauf von der WHO allen Ländern als Leitfaden zur Verfügung gestellt hat. Dieses Drosten-Papier, wo das Testprotokoll entwickelt wurde, das hat ja viele Ungereimtheiten, die ich auch schon mal in diesem Video, was ich ja gerade schon mal eingeblendet hatte, da thematisiert hatte. Insofern, wenn ihr es immer noch nicht kennt, unbedingt reinschauen. Wenn man da reinschaut, da sieht man auch, dass Drosten damals den Test nur auf Grundlage von einem sequenzierten Virus, also einer Berechnung im Computer, entwickelt hat und nicht, wie er es hier selbst schreibt, aufgrund eines Virenisolates, also einem Virus, der physisch vorlag. Das schreibt er hier selbst. In the present case of
2019 nCoV, also das hat man nachher in SARS-CoV-2 umbenannt. Virus isolates or sample from infected patients have so far not become available to the international public health community. Da fragt man sich also, wenn er kein Virenisolat physisch vorliegen hat, auf welcher Grundlage hat er dann dieses Testprotokoll entwickelt? Da schreibt er hier, beziehungsweise sein Forschungsteam, dass sie sich dabei auf Berichte aus den sozialen Medien verlassen haben. Ich würde also auch mal sagen, dass Herr Drosten und seine Kollegen sich hier schon wieder nicht an die wissenschaftlichen Standards gehalten haben und ihre Daten selbst angezweifelt haben. Wie gesagt, wie kann man in der Virologie sowas herausgeben, wo man noch nicht mal ein Virenisolat vorliegen hat, wo man keine Kontrollexperimente gemacht hat? Das ist meiner Meinung nach unwissenschaftlich. Genau das Gleiche, dass zum Zeitpunkt der Testentwicklung kein Virenisolat von Corona zur Verfügung stand, schreibt auch das CDC, das ist sozusagen das amerikanische RKI, hier in diesem Papier. Da kann man jetzt natürlich sagen, hey, da muss es dann doch später bestimmt ein Virenisolat gegeben haben. Die werden das ja nicht so komplett unwissenschaftlich gemacht haben. Da haben zum Beispiel in diesem Dokument, in diesem Artikel, haben Konstantin Demeter und Thorsten Engelbrecht haben die führenden Forscher auf diesem Gebiet angeschrieben. Hier schreiben sie, aus diesem Grund haben wir die Forschungsteams der relevanten Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem behaupteten Nachweis von SARS-CoV-2 genannt wurden, unter anderem gefragt, ob die in ihren In-vitro-Studien abgebildeten elektromikroskopischen Aufnahmen vollständig gereinigte Purified Viren zeigen, also Virenisolate. Doch kein einziges Team konnte die Frage mit Ja beantworten und wohlgemerkt schrieb auch niemand zurück, die vollständige Reinigung sei kein notwendiger Schritt für einen soliden Virennachweis. Hier haben wir auch eine Übersicht, die zeigt, dass 127 Institutionen in über 25 Ländern, die wurden da alle angeschrieben. Das war der Stand Oktober 2021. Mittlerweile scheint das offenbar noch viel mehr geworden zu sein. Auf jeden Fall hat man dann nirgendwo einen Nachweis erhalten, dass der Virennachweis wissenschaftlich sauber, ja, belegt worden ist. Ich hatte Corona-Fakten auch eine dreiteilige Serie darüber veröffentlicht, wo dann schön belegt ist, dass die Forscher alle keinen Nachweis für Corona haben. Schaut euch das gerne auch mal unbedingt an. Das ist alles ganz genau erklärt, wie vor allem auch die zuständigen Stellen in der Schweiz schriftlich per E-Mail bestätigen, dass sie keinen Virennachweis haben und da ja auch den Fragenden eigentlich auch ja ganz schön anfeinden, obwohl er halt einfach nur wissenschaftlich nachfragt und Belege haben möchte. Da Fragen stellen ist ja natürlich auch, kritische Fragen stellen ist natürlich offenbar in heutigen Zeiten nicht so gerne gesehen. Wie ihr auch an dem Titel seht, wurde dieser Virennachweis auch für alle anderen krankmachenden Viren nie erbracht. Vor kurzem ist dazu auch im Lancet eine Publikation als Preprint veröffentlicht worden, die sagt ganz klar, dass es kein Virenisolat gibt und dass entsprechender genetische Material nur rechnerisch identifiziert wurde. Da ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass bislang auch noch keiner auf unser Preisgeld hier von 1,5 Millionen Euro für den wissenschaftlichen Virennachweis eingegangen ist. Ansonsten, Herr Streeck hat zu Anfang, als dieses Preisgeld noch bei 10.000 Euro war, hat er gesagt, hey, wir haben ja ein Virenisolat im Kühlschrank liegen. Das ist alles ganz schnell und ganz leicht nachzuweisen. Aber offenbar ist es doch nicht so einfach nachzuweisen. Da fragst du dich jetzt natürlich, ja, aber wenn es denn keinen wissenschaftlichen Virennachweis gibt, was machen denn dann die Virologen da im Labor? Hier mal ganz kurz zusammengefasst, man hat immer nur ein sogenanntes Alignment, womit man das Genom am PC dann errechnet. Da hat man dann halt immer in den Petrischalen, da hat man dann immer Zellen, die dann absterben, das ist dann der sogenannte zytopathische Effekt, womit man dann die Anwesenheit eines krankmachenden Virus interpretiert oder womit man den dann belegen will. Aber man hat natürlich auch da wieder versäumt, Kontrollexperimente durchzuführen. Die nötigen Kontrollexperimente hat Stefan Lanker durchgeführt und damit, ja, man kann sagen, eigentlich die ganze Virologie widerlegt. Wer da jetzt genau reinschauen will, wie gesagt, ich habe da gerade nur die Grundzüge erklärt. Der
kann gerne in dieses ausführliche Dokument von Corona-Fakten reinschauen. Da sind die ganzen Kontrollexperimente alle belegt. Da wird ganz genau geschrieben, wie die Virologie vorgeht und wo die sich da offenbar ja nicht wissenschaftlich richtig verhalten hat. Oder dazu gibt es auch hier ein sehr sehenswertes Video, wo das auch alles nochmal ausführlich und anschaulich erklärt ist. Ja, als Fazit können wir festhalten, dass hier die linke Spalte, was den wissenschaftlichen Nachweis, was die wissenschaftliche Beweisführung angeht, dass es da auf jeden Fall nicht wissenschaftlich zugegangen ist. Das heißt also, wenn wir hier keine Virennachweise haben, wenn wir keine Ansteckungsexperimente haben, die den Grundprinzipien der Wissenschaft entsprechen, dann können wir auch sagen, dass alles, was danach kommt, PCR-Tests, Inzidenzen, R-Wert, Prognosen und auch Lockdowns, Masken, Quarantäne, Impfpflicht und so weiter, dass das alles absolut hinfällig ist. Das heißt also, diese Corona-Pandemie und alle anderen Pandemien, die da in Zukunft noch kommen werden, den kann man ganz einfach die wissenschaftliche Grundlage entziehen, wenn man einfach nur sich ganz stringent an die wissenschaftlichen Standards hält, die hier überall nicht eingehalten werden. An dieser Stelle kommt natürlich immer die Frage, was die Leute denn dann krank macht, wenn es nicht ansteckende Viren sind, wenn denn die Ansteckungstheorie falsifiziert ist oder sich halt einfach nicht wissenschaftlich belegen lässt. Und auf diese Fragen will ich in meinen nächsten Videos genauer eingehen. Insofern abonniere unbedingt meinen Kanal, folge mir bei Telegram. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.